Moin. Saftdose und Flaschkiste. So, dann komm mal her, mein Freund. Ich habe was für dich. Ja. Exakt das, was ich mir erhoffte. Oh, das Pulsieren der verwunschenen Macht. Ganz wie erwartet. Ich danke dir, Dämon des Ostens, und überreiche dir feierlich dieses Zeichen meiner Verbundenheit. Schändlichen Talisman. Und 3000 EP. Nett. Ich benötige noch mehr davon für meine Zauberexperimente und kaufe dir alle ab, die du mir zu bringen vermagst. Ja, können wir bei Gelegenheit vielleicht mal schauen, ob sich das lohnt, aber das würde ich jetzt nicht mit höchster Priorität versehen. Ich mal kurz, wo waren jetzt noch die Sukubi da unten? Alles klar. Hier lang. Die Suko mit ihrem Bus. So, meine Liebe, dann komm mal mit. Na, Willis, hast du diesen fiesen Engel kaputt gehauen, aber sowas von? Wir berichten ihr. Bei ihr war nach Tokio abgeschlossen. Dunkelheit Sutra erhalten. Du sollst mitkommen. 4000 EP, cool. Zwei sind ein Level ab. Vielleicht hätte ich damit echt noch warten sollen bis nach dem nächsten Abszess. Jetzt kann ich den Kram wieder nicht lernen. Aber die Feuerblockade will ich lernen. Oh ja, doch hier. Giftjagd. Weg damit. Ja. So, mal schauen. Feuerresistenz wäre natürlich nicht schlecht. Weil er Feuerschwäche hat. Die Kraft ist selbst für mich etwas zu heftig. Mal gucken. Von einem Mitstreiter. Ja, ich hätte gern das ganze Team. Da ist mir die Feuerresistenz doch näher. Sehr schön. Da haben wir nur noch Windschwäche bei ihm. Wow, du bist echt extra klasse. Mädels, hört mal her. Wir können endlich nach Tokio. Die Lilien sehen ausgesprochen erfreut aus. Ja. Aber bis es losgeht, halte ich mein Wort und schließe mich dir an. Lilim hat sich dir angeschlossen. So, mal schauen, welches Level sie hat. 32. Hui. Ich würde sie gern mal ansehen. Party. Feiern wir eine Party mit Lilim. Die hat viel Magie. Feld. Marisona. Marzionga. Mittlerer Elektroschaden bei allen geht. Cool. Ah, Verzauberung. Mittlerer Elektroschaden bei einem Gegner. Dann lieber alle. Dunkelheitsresistenz. Okay. Mana-Entzug. Leichter Allmachtschaden bei einem Gegner mit MP-Entzug. Joa, ist auch nicht schlecht. Aber ich glaube, besser wäre es wahrscheinlich sogar gewesen, wenn wir uns die selbst zusammenfusioniert hätten. Kann das sein? Ich meine, so hat sie halt nur das bisschen anzaubern. Ich glaube, inzwischen zusammenfusionieren ist immer besser für das eigene Team. Denke ich. So, mal schauen, was die jetzt wollen. Ich glaube, es ist echt schon 200 Jahre her, dass ich eine Welt mit Menschen drin gesehen habe. Danke! Bitte! Alles klar, Bahn frei! Jetzt geht's nach Tokio! Danke dir, witziger Dämon, der nach Mensch riecht. Hört auf, an mir zu riechen. Riecht doch auch nicht an euch, Ich riech doch auch nicht an euch, wollte ich sagen. Okay, dann wird's langsam Zeit. Auf zu unserer neuen Heimat. Menschen, ich stehe auf Menschen. Vielen Dank, jetzt brauchen wir nicht mehr jeden Tag Angst zu haben. Haben wir noch weitere Nebenquests? Ich schau mal kurz. Falscher Knopf. Quests. Dann, ja.
Beschwörung ist. Ach ja, stimmt, der Kram. Sonst haben wir alles. Wir müssen noch eine Hauptquest haben. Kannst dich nun wieder anderen Dingen widmen. Wie zum Beispiel diesen hübschen Dämonen hier, oder was genau meint ihr? Nee, wir haben natürlich jetzt einen Weg freigeschaltet, den wir gehen können, nachdem wir den Wolf zerhackstückelt haben. Machen wir jetzt auch. Wir werden verfolgt. Okay, noch eine Nebenquest. Ich hätte aber gerne erstmal das Item hier vorne. Was? Wo? Wo denn? Ich höre irgendwas lachen, aber. Naja. Du am Lachen, ich habe gerade den Fürst zerhauen. Du bist von Bethels japanischer Dependence. Oho, du hast also diesen Werwolf besiegt, wie? Das dürfte denjenigen, der jene Menschen entführt hat, wohl ziemlich schockiert haben. Ausgezeichnet, dann erlaube mir, dir dies als Freund zu überreichen, obwohl du den Fürst platt gehauen hast. Göttlichen Talisman, Dankeschön. Yes. Der Schutz meiner Brüder wird dir zweifellos dabei helfen, Bethel noch ergebener dienen zu können. Deiner Brüder, die wir gerade kaputt gehauen haben. Ja, das finde ich gut. Ging's hier nicht? Ich dachte, hier geht's hoch. Lass es doch hochgehen. Jetzt wäre ich fast runtergefallen. Übers Dach vielleicht. Ja. Hier sind noch ein paar Teddys, okay. Gehen wir an denen vorbei. Kommen wir. Falscher Knopf. Hau drauf. Chakra Drop. Oh cool. Sehr cool. So, mal schauen von. Da kommen wir. Hier gibt es keinen Eingang. Das ist eine Frau mit Schwanz, die da rumliegt. Kann man irgendwie ranzoomen? Nee, ne? Ja, sieht nach Frau mit Schwanz aus. Fisch, Fisch. Ich bin Nekomata und Fisch ist mein absolutes Lieblingsessen. Als es noch Menschen gab, konnte ich mir gelegentlich einen schnappen, also einen Fisch. Aber jetzt gibt es kaum mehr Menschen, Fische. Wo man wohl noch ein paar Fischlein finden mag. Fällt mir ein, in der Nähe müsste irgendwo ein Kühlhaus sein. Weißt du vielleicht mehr darüber? Vielleicht gibt es da ja noch tiefgekühlten Fisch. Hey, wenn du welchen findest, teilst du ihn dann mit mir, bitte. Feine Fischis, ja. Miau, vielen Dank. Es gibt sicher irgendwo ein intaktes Kühlhaus, also schau, ob du dort feine Fische für mich findest. Hier. Ich schaue auch nach unfeinen Fischen, ich verspreche es dir. So, hier kommt man doch jetzt bestimmt lang. Ja. In gewisser Weise. Ja, das funktioniert. Da ist auch der Abszess, der uns hoffentlich endlich neue Skillleisten beschert. Aber bevor wir da runter hüpfen, schauen wir uns noch hier um, wollte ich eigentlich sagen. Aber die wollen was von uns. Grüne Naga. Hilfe! Ach so, ja, gut, her damit. Lebenstein, wow. Was haben wir nötig? Jetzt will ich mal kurz auf die Karte schauen. Oh. Ach so, da sollen wir hauptquestmäßig hin. Dann gehen wir hier jetzt doch nicht lang. Ja. Was wartet da auf uns? Theoretisch. Und. Ach, die Dinger. Cool. Die hatten eine echt geile Fähigkeit. Zeug nehmen wir mit. Die Geräusche machen. Kommen wir auch runter, rüber. Gehen wir erstmal den Weg.
Okay, wie kommen wir da wieder raus? Ist da ein Durchgang oder so? Kommt dann wahrscheinlich halt nicht hoch, deswegen will ich erstmal eigentlich noch nicht runterspringen. Ja, hier wären wir auch von da aus lang gekommen, alles klar. Da gibt's Magatsui. Moment, doch, da waren wir. Hier kamen wir nicht lang, okay. Müssen wohl darüber hüpfen, um an Glorie zu kommen. Schauen wir mal. Ein Miman. Das hier Shinagawa City, Container Terminal von Shinagawa. Mehr als 900 Schiffe jedes Jahr Gebrauch machen davon. Machten. Okay. Ich glaube nicht. Ich glaube, von der anderen Seite müssen wir aus hüpfen, um an die Glorie zu kommen. Und wenn wir da jetzt runtergehen, kommen wir nicht wieder zurück. Das heißt, erstmal zurück zur Glorie. Können wir da wieder hochkommen? Nee, ne? Verdammt! Wo sind wir jetzt? Ach so, okay, da. Mann, war das doof. Ja gut, dann schauen wir uns jetzt doch jetzt hier unten um. Dann hauen wir uns jetzt hier unten um. So, mal schauen. Naga hatte... Hä? Ich hab den doch gehauen. Wieso darf der denn jetzt schon wieder angreifen? Ich hatte doch den Erstschlag. Ich begreife das einfach nicht. Wieso dürfen wir den, wieso dürfen wir denn nicht anfangen, obwohl wir den Erstschlag hatten? 27, immer noch 18. Feuer, Wind, Elektro, Licht. Elektro, Feuer. Der war nicht die hier, ne? Okay. Feuer. Und Feuer und dann Licht. Ja genau, Judgment finde ich auch schön. Ein neuer Skill, ja. Leichter Dunkelheit. Ja, der leichte Kram ist im Grunde inzwischen schon ziemlich doof. Nehmen wir das hier weg. Ja. Hab ich neuen Skill gelernt. Treffer ausweichen von einem Gegner. Ja, das wäre bei Bosskämpfen schon ganz nützlich. Was ist das? Bei zufälligen Gegnern, weg damit. Echt mal, warum durfte der anfangen? Da geht's nicht lang. Naga. Ja, was soll's, machen wir erstmal den Abszess kaputt. Dann nervt er uns nicht mehr. Vögel und Inogami. Inogami? Makami. Okay. Ist halt immer blöd, wenn man nicht genau weiß, was deren Schwäche ist.
Aber ich gehe mal auf Risiko sozusagen. Ich meine, dagegen werden sie bestimmt nicht resistent sein. So, was hast du? Eisschaden. Oder Feuer. Oder physischer Angriff. Moment, die Inugami waren empfindlich gegenüber Licht und, oh, ich weiß nicht, Eis oder Feuer. Wir greifen an. Den Vogel. Ich denke mal, Licht können wir ganz gut machen. Oder auch nicht, die haben resisted. Ne, nicht Durchschlag, Niederschlag, genau. Ja. Leicht, ne, vielleicht ist es das nicht wert. Ich schau mal, was Elektro so ausmacht. Okay. Mittel bei einem. Ich denke mal, sein Angriff reicht, oder? Ja. Also Licht war nicht so gut. Bei einem. Bei einem. Eis bei allen. Was ist das denn? Viele Lichter, mittlerer MP-Gewinn bei allen Mitstreitern. Das ist eigentlich auch mal ganz cool. Wenn man so viele kleine vor sich hat, kann man das gut mal zum Nutzen zum Reggen. Komm, wir machen einfach mal Wind auf ihn. Und du haust ihn bitte um. Danke. Ja, das kommt auch hin. Hat nur Dunkelheit als Schwäche, alles klar. Eigentlich können wir jetzt, denke ich, auch mal MP sparen. Cool. Na komm, du machst mal. Du hast genug MP. Du greifst auch an. Schauen, ob der Niederschlag noch reicht. Reicht. 2400. Cool. Wieder ein Chakra-Tropfen. Und der Fürst ist ein Level up. Okay, dann muss ich jetzt überlegen, was wir verlernen. Was sagt man dazu? Ein famoser neuer Skill. Aber sowas von famos. Mittlere HP-Heilung bei einem Mitstreiter. Ja, komm. Soll das andere Ding weiter heilen, dann ist die Heilung weg. Und der Abszess hat es auch hinter sich. So, mal schauen. Magazui-Verteilung, Stammkunde 1. Aura der Todesangst 2. Gotteschoß 5. Ich glaube nicht, dass die Skills dabei sind. Ich glaube nicht, dass Aura der Todesangst... Das ist. Sind hier noch Gegner? Nee, ne? Nee. Ah. Oh, cool. Kayano Hime Essence.